Und damit willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, letzte Folge haben wir nun Bekanntschaft mit den Herren des Waldes getroffen, beschlossen, wie auch immer. Und haben mit denen ein kleines Plauschchen gehalten. Und nun sind wir beim Weidela und wollen mal gucken, ob wir nicht Spuren vom Roten Baron seiner Angehörigen finden. Komische Satzbildung, ne? Grausam. Na egal. Wir sind jetzt beim Weidela und wir sollen seine Ziege suchen. Ja, wir sind ein Hexer und suchen eine Ziege. Na denn, dann wollen wir mal anfangen. Noch ein Hinweis. Los geht's. Dann wollen wir mal gucken, wo diese blöde Ziege ist. Trippetrappel. Gut. Gut. Naja, das ist ja richtig. Hier entlang, glaube ich. Noch ein Hinweis. Ganz viele Hinweise, würde ich sagen. Ich glaube, wenn wir hier die ganze Zeit die Spuren uns angucken, hilft uns das auch nicht weiter. Hier entlang, glaube ich. Glauben heißt nicht wissen. Hier irgendjemand eine Spur? Da. Da war doch. Ein Wolf. Wo einer ist, sind ein paar mehr nicht weit. Den haben wir erstmal angezündet. Der ist hin. War's schon? Na dann. Wolfsfell, Fleisch, Leber. Bist du? Na los, gehen wir zum Weidela. Komm schon, ich muss dich zum Weidela zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Schon verdammt. Man kommt sich ein bisschen doof vor mit der Glocke, ne? Wo zur Hölle bist du hin? Lauf doch, du beknacktes Huhn! Wie schmeckt dir das, Sil? Hui! Einmal kurz anzünden. Aber Ruhe hier. Kräuter mitnehmen. Kann nie schaden. Oh, da liegt ja jemand. Oh. Die ist tot, würde ich sagen.
wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Das ist ein Job für Doofe. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Prinzessin, lauf dem Weidler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Ja. Oh Mann. Dann fragen wir mal. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Hm. Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Gut. Bin gleich zurück. Das? Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Ach du Scheiße. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Hm, das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf.
Fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Tja. Den Weg kenne ich noch. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Mhm. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Mhm. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Halbkerzen durch die Dunkelheit führen. Ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Hm. Was denn? Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Ah ja. Dann werden wir uns doch mal darum kümmern. Ich habe das zwar im Bestiarium schon gelesen, aber wir machen das trotzdem mal. Wo ist denn unser Goslar? Wo ist der Fehlgeborene? Fehlgeborene. Haben wir gemacht. Gut. So. Dann würden wir sagen, gehen wir mal wieder zum Büro Baron und kümmern uns um sein, ja, Kind, was er irgendwie verloren hat. Wie auch immer. Auf wie geht's? Reiten und reiten und reiten. Ein Blitzeinschlag? Oh oh. Also schön. Wer will noch teilnehmen? Nee, ich gerade nicht. Ich muss erstmal dazu Burg, nämlich die brennt. Los, lauf! Kurve nicht gekriegt. Lauf, Plätze! Alle herhören! Die Burg brennt! Verdammt! Na nun komm! Lauf!
ein bisschen beeilen, da hochzukommen. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Dann versuchen wir mal unser Glück. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Also, ich weiß, dass es irgendwie geht, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es noch war. Sieht nach Regen aus. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Ich kann dich holen. So. Jetzt mal wieder Sauerstoff besorgen. Das können wir hier vorne. Anscheinend haben wir was geschafft. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast dir einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Hauen wir dem erstmal mächtig eins vor die Fresse. Lügenmaul! Da rafft sich hin, Schwanzlutscher! Hä? Wieso kriegen wir denn nicht klein? Letzten Spielstand laden, das müssen wir gleich nochmal machen. Wie unschön. Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Bringen wir's zu Ende. So, geht doch. Wir müssen reden. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt.
Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Ja. Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Das bist du ja eigentlich im Grunde genommen auch. Wir fragen. Erzähl mir vom Tag ihrer Flucht. Alles, woran du dich erinnerst. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Kein Wunder beim Saufkopf, oder? Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr. Nur die Flasche. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja. Wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Tja. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk.
muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein. Ich habe schon viele Tote gesehen, aber das muss hart gewesen sein. Oh ja. Meine Beine gaben nach. Und ich habe Leichenfelder in Sodden und brennende Hexen in Maribor gesehen. Doch verglichen damit war das alles ein Hasenpimmel neben einer riesigen Eiche. Und allein ich bin schuld. Das wissen wir noch nicht. Das Amulett, das Anna trug, könnte eine Rolle spielen. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? In ein sauberes Laken gewickelt und vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Tja, so hart es klingen mag, aber ein Kind pflegt keine Beziehung. Ist nun mal leider so. Und ich spreche da aus Erfahrung. Ich fühle mit dir. Wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Ja. Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Ja. Dann? Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Dann wollen wir mal. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Noch etwas weiter. Mir nach. Tja, ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und werden uns darum kümmern, dass das Kind wieder nach Hause kommt. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut und tschüss.